für eine optimale Inbetriebnahme von Skype for Business Server 2015 sollten Sie vor der Installation des eigentlichen Servers in der DNS-Zone Ihrer Domäne verschiedene Einträge vornehmen, um die Namensauflösung im Netzwerk für Skype for Business Server 2015 zu optimieren. Dazu rufen Sie die DNS-Verwaltung auf, wenn Sie mit dem Windows Server 2012 R2 DNS-System arbeiten, den DNS-Manager, und hier finden Sie jetzt Ihre Domäne, in der Sie verschiedene Einträge vornehmen können. Die Einträge, die Sie vornehmen, nehmen Sie hier als neuer Host A oder AAA-Auftrag auf. Hier geben Sie dann den entsprechenden Namen ein, den Sie verwenden wollen, und hier die IP-Adresse, wie Sie etwas auflösen wollen. Für die Auto-Discover-Funktion, also dass sich die Skype-Clients automatisch mit dem Skype-Server verbinden können, benötigen Sie ebenfalls einen DNS-Eintrag. Diesen verwenden wir an dieser Stelle mit Lync Discover Internal. Den Eintrag gibt es hier bereits und dieser verweist jetzt hier auf die IP-Adresse 177. Ich lösche diesen Eintrag hier, um Ihnen zu zeigen, wie ich ihn manuell erstelle. Über das Kontextmenü lege ich zunächst einen neuen Host-Eintrag an und weise diesem den Namen Lync Discovery Internal zu. Achten Sie auf die korrekte Schreibweise und hier geben Sie jetzt die IP-Adresse des Link-Servers ein, den Sie für die automatische Anbindung verwenden wollen. Wenn Sie im Netzwerk noch mit Reverse-Lookup-Zonen arbeiten, also nach Auflösung IP-Adressen nach Rechnernamen, können Sie hier den entsprechenden PTR-Eintrag automatisch in der Zone hinzufügen lassen. Wenn nicht, können Sie den Eintrag auch hier manuell erstellen oder eben den Haken einfach weglassen. Danach wird der Eintrag jetzt hier erstellt. Der Eintrag ist jetzt dann, wenn ich die Zone mir aktualisieren lasse, hier verfügbar und hier mit der IP-Adresse 155. Den nächsten Eintrag, den Sie vornehmen müssen, betrifft die Konferenzen und hier verwenden Sie den Eintrag Meet. Ich ändere hier die IP-Adresse auf den neuen Server ab, das heißt der Servername Meet wird jetzt hier auf die IP-Adresse 155 umgeleitet. Ein weiterer Eintrag ist Dial-In. Auch hier trage ich den korrekten Namen und die korrekte IP-Adresse ein. Als nächstes benötigen Sie die Administrator-Oberfläche. Hier verwenden Sie Lync Admin. Sie könnten hier aber auch Skype Admin verwenden. Hier gibt es bereits einen Eintrag Skype Admin. Ebenfalls zur richtigen IP-Adresse. Ich stelle jetzt hier aber aus Kompatibilitätsgründen auch einen Eintrag für Lync Admin, der zur gleichen IP-Adresse verweist, also der ebenfalls jetzt aufgelöst wird nach Lync Admin Contose Int. Und hier trage ich jetzt ebenfalls wieder die IP-Adresse meines Skype-Servers ein, damit dieser zugreifbar ist. Das nächste, was Sie benötigen, ist der Web-Scheduler. Und hier finden Sie den Eintrag Scheduler, ebenfalls jetzt in dieser Domäne. Und hier ändere ich ebenfalls die IP-Adresse auf meinen neuen Skype-Server. Generell ist es auch sinnvoll, wenn Sie einen weiteren Eintrag vornehmen für den kompletten Skype-Pool, den Sie später stellen wollen. Auch hier verweise ich jetzt einfach auf meinen lokal installierten Skype for Business Server, den ich jetzt hier erstellen möchte. Zur Sicherheit sollten Sie parallel zu dem von Ihnen erstellten Auto-Discover Eintrag einen weiteren Eintrag erstellen, damit die automatische Anbindung von Skype for Business Clients automatisiert funktioniert. Und hier erstellen Sie über die Domäne einen Server-Eintrag. Dazu wählen Sie hier weitere neue Einträge aus und suchen aus der Liste die Option Dienstidentifizierung. Wählen Sie jetzt hier Eintrag erstellen, können Sie verschiedene Daten eintragen. Wichtig ist hier zunächst als Dienst, dass Sie unterstrich SIP Internal TLS verwenden. Im oberen Bereich steht Ihre Domäne. Als Protokoll verwenden Sie TCP ebenfalls mit einem Unterstrich. Als Portnummer verwenden Sie 5061. Und hier als Host, der diesen Dienst anbietet, geben Sie den FQDN Ihres Link-Servers ein. Dieser trägt bei mir die Bezeichnung UCC. Das heißt, ich verwende jetzt hier ucc-contose.int, lasse den Eintrag jetzt erstellen und der Eintrag ist jetzt hier
in meinem Netzwerk verfügbar, sodass auch die automatische Anbindung von Lync-Clients bzw. von Skype for Business-Clients problemlos funktioniert. In Ihrer Umgebung verwenden Sie dann eben entsprechend Ihre IP-Adresse Ihres eigenen Servernamens bzw. den Servernamen, den Sie für Ihren ersten Skype for Business-Server verwenden. Lassen Sie uns noch einmal zusammenfassen. Bevor Sie Skype for Business Server 2015 installieren, bestehen die ersten Schritte darin, dass Sie den eigentlichen Server mit den notwendigen Komponenten ausstatten, die für Skype notwendig sind. Danach installieren Sie die Verwaltungstools für Skype, bereiten anschließend Ihr Active Directory und Ihr Schema vor und tragen dann in Ihrer Domäne verschiedene Host-Einträge bzw. verschiedene Server-Einträge ein, mit denen sich die Skype-Clients später optimal mit dem Server verbinden können.